Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration. Und ja, es ist noch nicht ganz Silvester, aber wir werden heute schon mal Bleigießen. Ja, wir haben Bleigießen hier und wir holen uns hier schon mal so ein paar Prognosen fürs neue Jahr. Genau, für 2018 ein paar Ideen. Was wird wohl 2018 passieren? Ein Silvesterspaß für Jung und Alt steht yep. drauf. Wir machen einen Vor-Silvester-Spaß. Ne? Yep, auf jeden Fall. Hier ist einmal so ein kleines Fännchen dabei. Dann gibt es einen Pilz, ein Schwein. Was ist das für ein Tier? Katze. Katze? Wir gehen einfach mal von der Katze aus. Hier ist Sekt dabei, ein Elefant und es gibt einen Geldbeutel. Welches möchtest du? Die Kerze haben wir schon mal gegeben. Der Wasserbehälter ist hier. Mir ist eigentlich egal, ich würde dann vielleicht irgendwie ein Schwein mal auch dabei, oder? Ein Schweinchen ist auch ja, dabei. Ja, ein Schweinchen würde ich dann. Also, für alle, die Bleigießen noch nie gemacht haben. Genau, das wollte ich gerade erklären. Man braucht einen großen Glasbehälter, man braucht eine Kerze und so ein Bleigießen-Set, wo man auf einem Löffel oder wie Eva es genannt hat, einer kleinen Pfanne, ein Blei Figürchen über der Kerze schmilzt, bis es flüssig ist und dann lässt man das hier reinplumpsen und dann entsteht irgendeine neue Figur daraus und die kann man dann interpretieren. Vielleicht habt ihr dann auch gleich noch den Tipp für uns, was unsere Figuren jeweils so bedeuten können. Yep. Das kann man dann entweder hinten auf der Verpackung nachgucken oder es gibt auch so Internetseiten, auf denen man das nachgucken kann. Deswegen habe ich mein Handy hier schon liegen. Weil hier sind, ich würde mal so grob geschätzt sagen, ungefähr 50 Interpretationen. Im Internet gibt es über 1000. So, hier kommt dein Schweinchen. Ja, du hast es schon mal in der Hand. Genau, kleiner Tipp, das ist schon mal gut. Wie ist das nochmal? Muss man das so rum hinlegen oder andersrum? Irgendwie geht es einmal schneller, glaube ich. Ich dachte jetzt so, weil es so die Auflagefläche ja, genau. nach unten. Ich glaube immer mit der offenen Seite nach oben legen, dann geht es am schnellsten. Es bewegt sich schon. Es bewegt sich. Ich glaube, in der Mitte wird es auch schon langsam so ein bisschen flüssig. Spannung. Kam bei dir bei Bleigießen schon mal jemals irgendwas raus, was so richtig Sinn machte? Nicht wirklich. Also ich finde, es macht immer total viel Spaß, aber wirklich, wirkliche Zukunftsprognosen. Irgendwie ist die Flamme ein bisschen klein. Das Feuerzeug noch dran halten? Nein. Wir können ja gleich mal den Test machen, dass die nächste Figur andersrum hinlegen. Ja. Boah, das darf man auf keinen Fall anfassen, wie ich das gerade gemacht habe. Das heißt? Gegen noch, aber das ist eigentlich nicht so schlau. Nee, es wird auch nicht flüssig. Ich dachte eben, das wird in der Mitte schon flüssig, aber... Das kann... Jetzt holen wir uns gleich eine andere Kerze. Vielleicht eine größere Kerze, ne? Okay, größere Kerze. Größere Kerze. So, ihr seht, wir haben eine neue Kerze. Jetzt versuche ich es hier mal. Die Flamme ist auf jeden Fall schon mal größer. Riecht auch direkt ein bisschen nach Feuer. Ich stelle mal das Teelicht hier unten drunter. Wenn die Kerze gleich anfängt zu tropfen, kann es direkt da reinlaufen. Und. Ich glaube, es bewegt. Ja! Es geht los. Dann geht's auch immer total schnell, ne? Dass er es einmal anfängt. So. Gut, ich glaube, es ist flüssig und... Oh. Na, das sind mehrere Teile geworden. Wenn du möchtest, kannst du schon mal direkt weiter schmilzen und ich versuche meine Sachen mal hier rauszufischen. Yep. Also, ich habe hier eins... Ich schnapp mir meinen Elefanten. Zwei. Das habe ich auch, also das passiert glaube ich bei mir auch häufig. 5. 6 Teile. So. Vielleicht gibt es dafür auch eine Interpretation, wenn es so zerflückelt ist. Sieht etwas aus wie eine Gurke. Also hier sind so ein paar Tropfen, das könnten vielleicht so Regentropfen sein. Mein schmilzt auch schon. Ein Schiffchen habe ich. Und das hier.
glaube, das ist ein Floß mit Personen drin. Und das klingt. Und es regnet ganz stark. Okay. Ah, bei dir sieht es anders aus. Okay. Ich hol's mal raus. Ich brauche Hilfe. So, danke. Schieb schon mal die Schüssel ein bisschen an die Seite. Vielleicht können wir unsere Kerze auch schon mal gerade ausmachen. Okay. Das könnte eine Klarinette sein oder. Jetzt spritzt es mal. Oh nein, das war ich gerade hier, ne? Mit meinem. Ja, ist jetzt ist nicht so schlimm. Wasser auf dem Tisch. Ich schaue jetzt mal gerade, ob es für mich so ein Boot oder so gibt, was das bedeutet. Du kannst ja schon mal überlegen. Ein Gehstock. Ich gucke mal, ob es hier einen Gehstock gibt. Nee. Fahne? Oh oh. Boot, drohender Untergang. Das passt ja auch. Hier sind nämlich so heftige Regentropfen und ich auf einem kleinen Boot und das Boot geht bald unter. Also dieser Teil hier, der lange, erinnert mich an ein Musikinstrument. Dann könnte es irgendwie könnte auch ein Golfschläger sein. Ich habe gerade das Gefühl, dass du hattest genau das gleiche letztes Jahr. Das kann sein. Aber hier ist irgendwie noch so was dran. Das irritiert mich so. Eine Pfeife oder so. Und da steigt der Rauch aus. Es erinnert mich auch an, an ein Erdmännchen, was auf einem Berg steht und so guckt so. Mit seiner kleinen Nase. Also nur der vordere Teil, der hintere nicht. Also, was gibt's denn hier noch? Also am stärksten muss ich, glaube ich, wirklich an einen Gehstock denken. Ich guck mal, ob es einen Gehstock gibt hier im Internet. Es gibt Ringpilz, Mond. Löffel. Löffel könnte auch sein. Vorsichtig bei heißen Sachen. Also. Bleigießen.de heißt übrigens die Seite. Kreativ und sehr hilfreich. Ich habe ein Erdmännchen. Stock. Dauermeckerer ertragen. Okay. Gut. Ich übe mich in Geduld und Nachsicht. Eva muss geduldig sein. Für mich droht der Untergang. 2018. Kann kommen. Vielleicht sollten wir morgen nochmal Bleigießen machen. Gut, dass wir nicht allzu abergläubisch sind. Genau. Ist gut, dass wir noch ein paar Figuren haben. Mhm. Also bei mir sind es auf jeden Fall einige. Das könnte auch ein Igel sein, der auf dem Rücken liegt. So, okay. Es ist ein Igel. Ich finde, das hier könnte auch so eine Chilischote oder so sein. Da ist ein kleines Teil mit dabei. Vielleicht können wir euch ja gleich nochmal unsere Teile vom Nahen zeigen. Ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera. Chili gibt es hier nicht. Damit ihr das auch nochmal sehen könnt. Ich zeige es einfach mal. Vielleicht möchtest du dann es gleich auch noch. Ich komme gleich auch noch. Also ich hatte gesagt, dass die kleinen Sachen alles Tropfen sind. Und das hier hatte ich als so ein Boot interpretiert. Also dass das so im Wasser schwimmt. Und da sind so zwei Personen drauf. Kommt mein. Es könnte auch ein Otter sein. Der schwimmt so. Naja, also das hier ist meins. So sieht es aus wie ein Gehstock. Und wenn man es so dreht und so hält, könnte es ein Berg mit einem Erdmännchen drauf sein, was aufrecht steht. Finde ich auch cool. Ja. Hast du schon mal Erdmännchen nachgeguckt? Habe ich noch nicht. Soll ich mal? Das wäre sehr nett. Meine Finger sind nass. Meine Hände nicht. Ich bin gespannt, ob es das gibt. So. Und man kann mit damit in die Kerze piepen. Dafür ist das da. Dafür ist es da. So, E wie Erdmännchen. Erdmännchen. Mehr als es scheint. Sehr gut. Vielleicht nehmen wir auch einfach das. Ich nehme das, es ist ein Erdmännchen. Ja, uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ne? Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Schreibt uns mal in die Kommentare, falls ihr auch Bleigießen macht, was bei euch so rausgekommen ist. Dann natürlich gerne unsere Figuren interpretieren und schreiben, was das wohl bedeuten könnte. Und wir wünschen euch allen natürlich schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Alles, alles Gute für euch, kommt gut rüber und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss! Tschüss.